Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Friede sei mit euch. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, zum zweiten Mal sind wir als Gemeinschaft der Schulen des Schulwerks der Diözese Augsburg auf diese Weise miteinander zu einem Schulgottesdienst, zu einer Schulmesse verbunden. Damals standen die Osterferien vor der Tür, jetzt sind es die Pfingstferien. Inzwischen ist an den Schulen wieder richtig was los, aber nach wie vor sind auch viele von zu Hause aus aktiv. Das kostet einiges an Überlegungen, an Aufwand, an organisatorischem Geschick. Ich danke bei dieser Gelegenheit allen, die manchmal das Unmögliche möglich machen. Jetzt nehmen wir uns Zeit für einen Schulgottesdienst. Diese Zeit, die wir mit Gott verbringen, die ist immer bestens angelegt. Auch wenn wir vielleicht sagen, Mensch, ich hätte was anderes zu tun oder wir müssen den Stoff voranbringen, diese Zeit ist gut investiert. Pfingsten steht vor der Tür. Pfingsten heißt 50. Tag von Ostern abgerechnet. Was damals vor fast 2000 Jahren in diesem Obergemach in Jerusalem geschah, das werden wir in der Lesung hören. Es ist der Auftakt der Kirche. Gott hinterlässt die Kraft seines Geistes. In Sturm- und Feuerzungen zeigt sich dieser Geist. Er treibt uns an, er beflügelt, er inspiriert. Einige von uns Schülerinnen und Schüler des Maria-Watt-Gymnasiums hier in Augsburg haben sich Gedanken dazu gemacht. Stellvertretend für Sie alle werden Rebecca und Dennis uns ein paar Gedanken zum Heiligen Geist vortragen. Wo bist du, Heiliger Geist? Ich bin überall dort, wo ein Mensch versucht, die Not seines Mitmenschen zu lindern. Wie finde ich dich, Heiliger Geist? Du findest mich in der Ruhe und in der Stille deines Herzens. Wie bist du, Heiliger Geist? Ich bin Leben, darum wachse dort, wo Menschen sich die Hände reichen und sich versöhnen. Wer bist du, Heiliger Geist? Ich bin euer Beistand in all euren Fragen, Nöten und Auswegslosigkeiten dieser Zeit. Was tust du, Heiliger Geist? Ich stifte Gemeinschaft und bin bei denen, die aufeinander zugehen und einander annehmen. Wann richtest du auf, Heiliger Geist? Ich richte dich auf, wenn dich Trauer und Schmerz niederdrücken und du dich in der Dunkelheit nicht mehr zurechtfindest. Was schenkst du, Heiliger Geist? Ich schenke Freiheit, wenn ihr euch bemüht, dem Recht und der Gerechtigkeit den Weg zu ebnen. Wer bist du, Heiliger Geist? Ich bin wie das Feuer, darum ist die Liebe meine Sprache. Sie wärmt alle, die sie sprechen, und jeder versteht sie. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten. Du bist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Du lässt uns nicht allein zurück, du schickst uns deinen Heiligen Geist. Unser Herr Jesus Christus, erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. Lasset uns beten. Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt.
Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist und allezeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Deine Gabe.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die meisten von uns haben das, denke ich, schon einmal beobachten können beim Warten auf dem Zug auf einem Bahnhofsgelände. Der Bügel einer Lokomotive auf dem Dach einer Lokomotive hebt sich langsam nach oben und berührt dann irgendwann einmal die Stromleitung. Besonders im Winter funkt es dann und blitzt es, aber die Lok bekommt den nötigen Strom, um das unglaubliche Gewicht eines Zuges anzuschieben. Unglaublich, was für eine Kraft in dieser Verbindung zwischen Lok und Stromleitung steckt. Woher bekommen wir die nötige Kraft her, um unser Leben zu gestalten, um vorwärts zu kommen im Leben? Genügend Essen, genügend Trinken, ausreichend Schlaf, Fitness, dass der Biorhythmus stimmt und vieles andere mehr fallen uns da wahrscheinlich als erstes ein. Aber was uns oft nicht so in den Sinn kommt, ist, dass der Mensch ja nicht nur einen Leib hat, sondern auch eine Seele. Auch die Seele braucht Kraft, braucht Erholung, braucht Inspiration. Jesus sagt einmal kurz vor seiner Aufnahme in den Himmel, vor genau einer Woche haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert, wir stehen jetzt in der Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten und beten um den Heiligen Geist. Und vor seiner Auffahrt in den Himmel sagte er einmal zu den Jüngern: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Situation, in der wir jetzt gerade stehen, im Kirchenjahr, ist ja die, dass wir sozusagen innerlich mit Petrus und den anderen Aposteln, mit Maria und mit den anderen Frauen in diesem sogenannten Obergemach sind. Das ist dieser Raum, vermutlich derselbe, in dem Jesus auch das Abendmahl, das erste Abendmahl gefeiert hat in Jerusalem. Und dort sind sie sozusagen jetzt in Warteposition, wie die Züge am Bahnhof, und tun noch nicht das, was eigentlich ihr Auftrag ist von Jesus her. Der Auftrag besteht darin, die frohe Botschaft aller Welt zu verkünden, dass der Herr auferstanden ist. Dafür steht diese Kerze. Dass das stimmt mit Gott, mit seiner Liebe und damit, dass wir eine große Zukunft haben, nämlich das ewige Leben. Und dass wir einen Auftrag haben, seine Liebe, mit der wir es zu tun haben, in aller Welt zu verbreiten, sie zu leben, sie einander zu schenken und die Gebote Gottes zu halten. Das aller Welt zu sagen und vorzuleben, das ist der Auftrag der Apostel, das ist der Auftrag der Kirche, das ist unser aller Auftrag seit 2000 Jahren. Die Jünger jetzt im Obergemach eingesperrt in Warteposition. Worauf warten sie? Sie warten auf das Geschenk, auf diese Zusage, auf die Umsetzung der Zusage, die Jesus gemacht hat: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann kommt Pfingsten, der 50. Tag. Wir haben es in der Lesung gehört. Danke, Rebecca, du hast es vorgetragen. Die schwierigste Lesung im ganzen Jahr. Sturm kommt auf, Feuerzungen sind zu sehen. Auf jeden von ihnen legt sich eine nieder, heißt es. Der Herr macht Feuer unterm Hintern. Der Herr treibt an, der Herr sorgt dafür,
durch die Kraft seines Geistes, dass die Jünger aus diesem Obergemach, aus diesen Verwänden herausgehen, aus sich herausgehen und endlich aller Welt sagen, was los ist, was Sache ist. Petrus hält gleich eine große Predigt, die Pfingstpredigt, und das Beste ist, er wird von allen verstanden. Obwohl unterschiedliche Sprachgruppen in Jerusalem damals zugegen waren und Petrus nie Sprachen gelernt hat, kann er sich verständlich machen. Und zwar so, dass es die Herzen der Menschen berührt. Der Geist Gottes bewirkt Verständigung. Und Verständigung ist ja nicht nur eine Sache der Sprachen, sondern auch eine Sache des Herzens. Wie oft verstehen wir uns nicht, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen? Wie oft reden wir aneinander vorbei? Wie oft sagen wir, ich verstehe dich nicht mehr oder wollen einander gar nicht verstehen? Der Heilige Geist, wo der hinkommt, wo der eine Rolle spielt, wo der wirken darf, bewirkt Verständigung, bewirkt Einheit, Einmütigkeit. Schauen wir uns doch mal die Wirkkraft des Heiligen Geistes ein wenig an. Es werden in der Bibel mehrere Früchte bzw. Gaben des Geistes aufgezählt. Ich möchte mal so drei herausgreifen. Jesaja Kapitel 11 nennt 6 Gaben des Geistes. Die Kirche hat dann noch eine 7. ergänzt, die 7 Gaben des Heiligen Geistes. Eine erste Gabe ist die Weisheit. Die Lateiner wissen, lateinisch heißt Weisheit Sapientia. Und wenn man Sapientia wörtlich übersetzt, kommt etwas aus dem Bereich der Küche heraus. Geschmackskunst. Eine Soße muss man abschmecken, damit man sie dann gut servieren kann mit gutem Gewissen. Weisheit ist die Kunst, ist die Gabe, die Wirklichkeit richtig abzuschmecken, herauszufinden, was ist denn wahr und was ist falsch? Was ist jetzt dran und was ist überhaupt nicht dran? Was ist jetzt wichtig und was ist zweit-, drittrangig, nebensächlich? Die Weisheit ist die Kunst, die Gabe herauszufinden, was jetzt angesagt ist und was richtig ist. Auf dem Supermarkt der vielen, vielen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, ist es ganz besonders wichtig, diese Gabe der Weisheit durch den Heiligen Geist zu erbitten. Jesus sagt einmal, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verspielt? Die Weisheit haben heißt, einen Standpunkt einnehmen, Kriterien haben, anhand derer ich herausfinde, was richtig ist, sich eine richtige Meinung bilden und zu dieser Meinung dann auch stehen, sie dann auch durchsetzen, wenn es Gegenwind gibt, wenn andere anderer Meinung sind, freilich in Liebe, mit den richtigen Mitteln. Der Anfang der Weisheit, heißt es mehrmals in der Bibel, ist die Ehrfurcht vor Gott. Der betende Mensch, der Mensch, der mit Gott in Berührung kommt, der das Evangelium liest, der in der Schrift blättert und liest, wird weise, wird verständig, kann sich eine gute Meinung bilden und sich zurechtfinden im Leben. Die Gabe der Weisheit. Eine zweite Gabe ist die Einsicht. Wer Einsicht hat, der bleibt nicht an der Oberfläche stehen, er schaut tiefer. Er schaut hinter die Fassade, er schaut hinter die Masken. Einsicht haben heißt, ich dringe vor bis zum Grund der Dinge, bis zum Innersten der Dinge. Und wer Einsicht hat, der hat auch dann ein Einsehen mit anderen Menschen. Der sieht es nicht nur, was der andere Mensch falsch macht, was er vielleicht mir Schlechtes antut, sondern er kommt auch drauf, was die Ursache dafür ist, was diesen Menschen plagt, was er für eine Geschichte hat. Und das bewirkt Verständigung, das bewirkt, dass man Einsehen hat füreinander. Einsicht auch in Bezug auf Gott. Gott immer mehr kennenlernen. Jesus sehen und glauben, dass in ihm Gott uns sein Gesicht gezeigt hat. Jesus sagt einmal, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer Jesus am Kreuz sieht und die Gabe der Einsicht hat und immer mehr hat, der wird nicht nur den Toten Jesus sehen, er wird durchglauben bis zur Auferstehung und damit beim Blick aufs Kreuz Hoffnung haben und Zuversicht bekommen, auch in schwierigen Zeiten. Heiliger Geist, gib mir die Gabe der Einsicht,
dass ich nicht nur an der Oberfläche bleibe, sondern dahinter schaue und tiefer sehe. Eine dritte wichtige Gabe ist die der Stärke, der Kraft. Und wenn wir in der Kirche von Kraft, von Stärke reden, das meint übrigens auch das Wort Firmung. Firmung heißt Stärkung. Damit meinen wir nicht die Muskelkraft, die auch wichtig ist, die Körperkraft, die auch wichtig ist, sondern die innere Kraft, die vom Heiligen Geist kommt. Eine Kraft, die nicht gleich aufgibt, wenn es schwierig wird. Eine Kraft, die nicht gleich die Flinte ins Korn wirft, wenn es Gegenwind gibt. Eine Kraft, die auch mal dranbleibt, wenn es zäh wird, zum Beispiel beim Lernen auf eine Prüfung. Den Abiturienten, denen, die mittlere Reife jetzt dann haben und die qualifizierten Abschluss oder andere Prüfungen zu meistern haben, wünsche ich diese Kraft, dass sie dranbleiben, auch wenn es zäh ist, wenn es langweilig ist, wenn es mühsam wird. Und um diese Kraft bitten, Heiliger Geist, gib mir die Kraft, dass ich mich da jetzt durchbeiße. Die Kraft, auch mal Nein sagen zu können, das ist auch eine Stärke. Nein sagen zu können für ein intensiveres, für ein besseres Ja. Man muss ja unterscheiden, was lasse ich sein, wofür entscheide ich mich. Das Nein sagen kostet manchmal Kraft. Das Nein sagen zu all dem, was den Geboten Gottes widerspricht, auch das kostet Kraft. Ja sagen, wenn mal Probleme auftauchen, wenn es mal etwas kostet, wenn mein Leben mal schmerzreich, leidvoll ist, auch da nicht gleich aufgeben und sagen, Herr, mit dir werde ich das jetzt anpacken und durchstehen. Und damit wächst einem Kraft und Zuversicht und Hoffnung zu. Ich würde das so nicht sagen, wenn ich es nicht bei mir selber immer wieder so erleben dürfte. Weisheit, Einsicht, Stärke. Drei von vielen Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Ich möchte euch mitgeben und Ihnen mitgeben, eine Erfahrung, die ich mache. Ich bete jeden Tag, komm, Heiliger Geist, inspiriere mich. Gib mir die notwendige Kraft, die ich brauche, um meinen Alltag gut zu bewältigen, um vorwärts zu kommen in meinem Leben, um tiefer zu werden, um gläubiger zu werden und jetzt ganz konkret für mich meinen Dienst als Weihbischof gut auszuüben. Ich möchte euch und Ihnen das so mitzugeben, nicht nur jetzt vor Pfingsten und am Pfingsten, sondern darüber hinaus, immer wieder um diese Kraft des Heiligen Geistes zu bitten. Und ich wünsche euch und Ihnen allen nicht nur gute, erholsame Pfingstferien, sondern auch gute Erfahrungen mit der Wirkkraft des Heiligen Geistes. Amen. In der Erwartung des Heiligen Geistes, durch den alles neu wird, lasst uns jetzt zum Herrn beten. Wir beten für die Kirche. Sende ihr deinen Geist, dass ihre Gläubigen trotz der aktuellen Einschränkungen die Gemeinschaft in dir spüren. Für die, die Angst vor der Zukunft haben. Sende ihnen deinen Geist, dass sie voller Hoffnung in die Zukunft blicken können. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir beten für all diejenigen Menschen, die täglich um uns sind und für die wir dankbar sind. Sende ihnen deinen Geist, der sie behüte
und sie deine Liebe spüren lasse. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir beten für alle, auf denen große Verantwortung liegt. Sende ihnen deinen Geist, der sie in die richtige Richtung beim Fällen ihrer Entscheidungen lenke. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir beten für die älteren Menschen, die Angst haben müssen, sich mit Covid-19 oder mit einer anderen Krankheit anzustecken. Sende ihnen deinen Geist, der sie stärke. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir beten für die Verstorbenen der letzten Monate und für alle unsere lieben Verstorbenen. Sende ihnen deinen Geist, der ihnen den ewigen Frieden schenke. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde. Segne alle, die in diesen Tagen Prüfungen haben und sich auf solche vorbereiten. Inspiriere sie, gib ihnen die Kraft und einen guten Abschluss. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Allmächtiger Gott, du erfüllst uns alle mit deinem Heiligen Geist, dass wir auch in Unglück und Not deine Liebe erfahren. Wir danken dir dafür durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, heilige die Gaben, die wir darbringen, und läutere unsere Herzen im Feuer des Heiligen Geistes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat das Werk der Erlösung vollbracht. Er ist aufgefahren über alle Himmel und thront zu deiner Rechten. Er hat den Heiligen Geist, wie er den Jüngern versprochen, ausgegossen über alle, die du zu deinen Kindern erwählt hast.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, unseren Bistumspatronen Ulrich, Afra und Simpert und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren ernannten Bischof Bertram und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind
und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostern trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sagte: Friede sei mit euch. Und so bitten wir. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. So spricht Jesus, der Herr. Der Leib Christi schenkt mir ewiges Leben. Thank you.
Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altars zugegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich aber jetzt im Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komm wenigstens geistigerweise zu mir. Ich umfange dich, als wärst du schon bei mir und vereinige mich mit dir. Ich bete dich in tiefster Ehrfurcht an. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne und schenk mir dazu die Hilfe, die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, der Heilige Geist, der über uns ausgegossen ist, reinige unsere Herzen. Der Tau seiner Gnade durchdringe unser Innerstes und mache es fruchtbar an Werken der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Am Ende dieses Schulgottesdienstes bitte ich den Direktor unseres Schulwerks, Herrn Kosak, um ein Wort vor den Pfingstferien. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft im Schulwerk Augsburg, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Wieder darf ich mich am Ende eines Gottesdienstes, den wir leider mit virtuellem Abstand feiern mussten, noch kurz zu Wort melden. Wenn wir vom Coronavirus oft als dem unsichtbaren Feind reden, gegen den wir uns mit unseren Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen stemmen, dann setzt das kommende Pfingstfest mit dem Heiligen Geist sozusagen den unsichtbaren Freund entgegen. Ein wunderbares Hochfest für uns Christen, wenn wir auf diesen Freund, auf diesen Menschenfreund, auf diese freundliche Kraft, die Gutes will und schafft, vertrauen dürfen. Für uns als Schulen im Schulwerk Augsburg sehe ich diesen positiven Geist immer wieder und gerade auch jetzt an allen Ecken und Enden. Er sorgt dafür, dass wir uns nicht herunterziehen lassen, sondern aufwärts blicken und manchmal sogar Höhenflüge erleben dürfen. Und was mir besonders gut gefällt, Schöpfergeist wird dieser Heilige Geist gern genannt. Ja, machen wir etwas aus dieser Situation, lassen wir uns begeistern und zu Neuem emporziehen. Eine dieser Neuschöpfungen ist dieser live gestreamte Schulwerksgottesdienst zu Pfingsten. Ich danke allen, die das neue Format aus der Taufe gehoben und mitgestaltet haben. Uns allen wünsche ich erhebende, begeisternde Momente jetzt für die kommenden Pfingstferien und dann für die letzten Schulwochen. Bleiben wir verbunden. Denn der unsichtbare Freund, Heiliger Geist, ist immer anwesend. Auch hier. Die ganze Zeit während des Gottesdienstes war er unter, oder besser, über uns. Im Bild ist er dargestellt als Taube. Und deshalb bitte ich die Kamera vor dem Segen kurz nach oben zu schwenken. Da ist er. Und er wird immer sein. Alles Gute. Gott befohlen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der gütige Gott hat die Jünger durch die Eingießung des Heiligen Geistes erleuchtet. Er segne euch und schenke euch den Reichtum seiner Gaben. Amen. Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jünger herabkommt, reinige eure Herzen und entzünde in euch die göttliche Liebe. Amen. Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige euch in der Wahrheit und führe euch vom Glauben zum Schauen. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.